Kann man DevOps eigentlich messen? Ich glaube schon. Und wir schauen uns gleich mal an, wie das funktioniert. Herzlich willkommen zur DevOps-Vorlesung. Heute Teil 3, Kennzahlen in der Wertekette. Bevor wir in das Thema einsteigen, wie immer drei Lernziele. Heute sollen Sie die drei grundlegenden Metriken bzw. Kennzahlen Durchlaufzeit, Verarbeitungszeit als auch Percentage, Complete and Accurate kennenlernen. Sie sollen den Unterschied zwischen Durchlaufzeiten und Verarbeitungszeiten verstehen und letztendlich die Probleme langer Deployment-Durchläufe verstehen und auch erkennen können. Beginnen wir mit dem Lean Manufacturing. Im Lean Manufacturing liegen die Theorien und Prinzipien, aus denen im Prinzip die DevOps-Vorgehensweisen abgeleitet werden können. Insbesondere das Konzept der Wertekette beschreibt die Folgen von Aktivitäten, die in einer Firma vorgenommen werden, um eine Kundenanforderung zu erfüllen. Um schnelle und planbare Durchlaufzeiten zu erreichen, benötigt man einen reibungslosen als auch einen gleichmäßigen Arbeitsfluss. Die Technologiewertekette ist der Prozess, der eine Geschäftsidee, ein Ziel oder eine Hypothese mittels Technologien in einen Dienst oder eben in einen Service umwandelt. Wir sprechen hier ja immer von IT-Diensten. Der Prozess startet, wenn die Arbeit in der Entwicklung aufgenommen wird und im Grunde in ein Backlog hinzugefügt wird. Das heißt, alle vorgelagerten Aktivitäten zählen hier nicht in die Arbeit mit rein. Typischerweise ist Entwicklung dann ein iterativer Prozess, indem wir die Idee in Form von Stories beschreiben, implementieren und am Ende auch in eine Versionsverwaltung einchecken, wenn implementiert wurde. Von da aus wird der Code dann gebaut, integriert und mit dem Rest der gesamten Anwendung getestet. Die Wertschöpfung entsteht aber erst dann, wenn der Dienst produktiv läuft. Das bedeutet zum einen, die Entwicklung muss zügig und regelmäßig liefern, also in einem schnellen sogenannten Flow liefern. Und das Deployment, also die Inbetriebnahme, darf kein Chaos, Ausfälle, Störungen oder Sicherheits- bzw. Compliance-Probleme verursachen. Ein Compliance-Problem wäre zum Beispiel ein Verstoß gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung, wenn durch ein Deployment plötzlich so etwas wie Nutzerdaten gelockt werden würden, obwohl dies eigentlich gar nicht geschehen dürfte. Im Lean-Umfeld gibt es zwei maßgebliche Kennzahlen. Zum einen gibt es die Durchlaufzeit oder auf Englisch die Lead Time und die beginnt, sobald die Anforderung gestellt wird und beinhaltet also die gesamte Zeit, ab der ein Ticket im Backlog liegt. Das heißt, die Ticketerstellung entspricht immer, das Ticket ist im Backlog. Die zweite Kennzahl ist die Verarbeitungszahl, auf Englisch Processing Time. Die Processing- oder Verarbeitungszeit beginnt allerdings erst, wenn die konkrete Arbeit am Ticket beginnt. Das heißt, hier wird die Liegezeit zum Beispiel im Backlog nicht mit eingerechnet. Da sich jetzt der Kunde meist nur für die Durchlaufzeit interessiert, ist die in der Regel im Fokus von klassischen Prozessverbesserungen oder Prozessoptimierungen. Allerdings ist das Verhältnis von Verarbeitungszeit zu Durchlaufzeit eine sehr wichtige Kennzahl für die Effizienz. Kurze Verarbeitungszeiten bedeuten letztendlich kürzere Wartezeiten. An der Stelle nochmal einen ganz kurzen Exkurs zu effektiv und effizient. Effektiv ist es, wenn die Maßnahme, die man durchführt, zum Ziel führt. Das heißt, das, was programmiert wird, liefert auch tatsächlich das, was gewünscht ist. Effizient ist es, wenn der Weg zum Ziel möglichst optimal ist. In anderen Worten, durch das Verkürzen der Verarbeitungszeit gelangen wir schneller ans Ziel, benötigen weniger Aufwand und werden damit effizienter. In klassischen Firmen sieht man oft Deployment-Durchläufe im Zeitraum von Wochen bis Monaten. Das ist auch hier an der kleinen Grafik mal dargestellt. Probleme in so langen Deployment-Durchläufen werden oft erst sehr spät erkannt. Geht irgendetwas schief, benötigt man oft persönliche Heldentaten, einzelner, um das Problem zu lösen. Das heißt, eine Person geht irgendwo in den Prozess hin und versucht etwas zu reparieren, was vielleicht das ganze Team nicht kann. Zur nachhaltigen Beseitigung der Ursache muss erst langwierig herausgefunden werden, wer eigentlich den Fehler eingebaut hatte, wo der Fehler aufgetreten ist und wie man den Fehler beseitigen kann. Und dann muss dieser komplette Prozess nochmal durchlaufen werden. Das heißt, wir sprechen da oft auch rein in den Analysen von Zeiträumen, von Tagen oder manchmal sogar Wochen. Der gesamte Prozess hängt zusätzlich an manuellem Testen, zum Beispiel durch fachliche Mitarbeiter und auch zeitaufwendigen Bestätigungsprozessen. An der Stelle sei einmal zum aktiven Mitdenken angeregt. Wenn in einer solchen Technologiewertekette ein Außenstehender eine Freigabe erteilt, wie viel kann diese Person in genau diesem Moment vom Zustand
oder von der Qualität des Produktes eigentlich wissen und dann die Freigabe erteilen. Was ist nun der Vorteil von kurzen Deployment-Durchlaufzeiten? Im Idealfall erhalten Entwickler schnell und fortwährend Feedback. Als Konsequenz können Entwickler schnell und unabhängig voneinander implementieren, interagieren, validieren und die Software deployen. Das heißt, in die Produktivumgebung deployen oder deployen lassen. Allerdings ist hier auch die entsprechende Architektur erforderlich. Das heißt, die muss in der Regel modular, sauber gekapselt und möglichst lose gekoppelt sein. Technische Fehler, die in so einer Architektur auftreten, bleiben meist überschaubar. Wenn dann tatsächlich mal etwas schief geht, ja, dann bleiben die Probleme meist auf eine einzelne Softwarekomponente beschränkt und verursachen keinen globalen Schaden. Ein klassisches Gegenbeispiel ist eine umfangreiche, als Monolith entwickelte Anwendung. Ein Speicherleck in so einer Anwendung führt dazu, dass die ganze Anwendung und im schlimmsten Fall sogar das ganze System ausfällt. Was übrigens passiert, wenn eine Softwarekomponente amok läuft, zum Beispiel wenn ein Speicherleck auftritt, hatten wir ja in der Vorlesung Betriebssysteme schon mal besprochen. Jetzt schauen wir uns noch die Deployment-Durchlaufzeiten an. Jetzt hatten wir zwar darüber gesprochen, was notwendig ist, um kurze Deployment-Durchlaufzeiten zu erreichen, aber uns nicht genauer angeschaut, was es eigentlich ist. Im Gegensatz zu reinen Durchlaufzeiten, also dieser gesamten Durchlaufzeit, beschreiben Deployment-Durchlaufzeiten den Zeitraum, der zwischen dem Check-in und dem Deployment liegt. Ja, und unter Deployment ist hier in der Regel das Deployment auf dem Produktivsystem zu verstehen. Ähnlich bei der gesamten Durchlaufzeit sind auch hier Wartezeiten enthalten, zum Beispiel bis ein Ticket manuell bearbeitet wird. Um die Wartezeiten zu reduzieren, wird daher ein möglichst hoher Automatisierungsgrad angestrebt. Und das ist der Grund, warum sehr oft DevOps auch mit Automatisierung in Verbindung gebracht wird. Eine weitere Kennzahl, die neben Durchlaufzeit und Verarbeitungszeit relevant ist, ist Percentage Complete and Accurate. Die stammt ebenfalls aus dem Lean-Ansatz. Percentage Complete and Accurate lässt sich am besten anhand einer englischen Definition erklären, die ich hier auf der Folie auch habe. Es handelt sich dabei um the percentage the customer can perform a task without having to CAC, wobei unter CAC zu verstehen ist correct information that was supplied, add missing information that should have been supplied und clarify information provided that should have been clear. Anders ausgedrückt, es handelt sich um die Prozentzahl der Arbeit, die entlang dieser Wertekette genutzt werden kann, ohne dass erhaltene Daten korrigiert, ergänzt nachgefragt werden müssen. Bei uns bedeutet das also, wie viel der Arbeit kann im nächsten Prozessschritt genutzt werden, ohne dass etwas überarbeitet werden muss. Im typischen Lean-Ansatz spricht man immer davon, dass der Kunde diese Information liefern muss. Bei uns entspräche der Kunde eben der vorgelagerten Prozessstufe, die etwas bereitstellt. Schauen wir uns die Percentage Complete and Accurate Beispiel an. Wenn wir von möglichst kurzen Deployment-Durchläufen sprechen, befinden wir uns da optimalerweise im Minutenbereich. Nach dem Check-in wird die Software gebaut und automatisch getestet. Danach könnte ein explorativer Test stattfinden, das heißt, hier ist wirklich nochmal manuelles Testen gefragt, indem man vielleicht einfach nur drüber schaut, eine Sichtkontrolle durchführt, bevor die Freigabe dann für das Deployment gegeben wird. Sehr oft macht es Sinn, diese reine Freigabe oder die Freigabe für das Deployment manuell durchzuführen, weil da vielleicht auch nochmal gecheckt wird, wie sieht gerade der Status meiner Infrastruktur aus, haben wir vielleicht gerade Höchstlast, dann wartet man vielleicht noch einen kleinen Moment mit dem Deployment. Um also möglichst schnelle Deployment-Durchläufe zu erreichen, ist es notwendig, eine möglichst hohe Percentage Complete and Accurate zu erreichen. Im Beispiel hier stellt sich also die Frage, wie viel kann ohne Eingreifen automatisch getestet werden? Wie viel kann ich im zweiten Schritt explorativ testen, ohne dass ich nochmal nachfragen muss, wie es funktioniert? Und wie autark kann eigentlich ohne Nacharbeiten später deployed werden? Als kleine Zusammenfassung. Heute haben wir uns die drei wichtigsten Metriken angeschaut, Durchlaufzeiten, Verarbeitungszeit und Percentage Complete and Accurate. Wir haben gesehen, dass es auch notwendig ist, die Verarbeitungszeit zu optimieren, wenn man eine bessere Durchlaufzeit erreichen möchte und dass kurze Durchlaufzeiten schnelles und unabhängiges Arbeiten fördern. Somit schließt sich auch der Kreis der vorherigen Lerneinheit, in der wir bereits gesagt hatten, dass kurze Durchlaufzeiten ein wichtiges Maß für Kunden, aber auch Mitarbeiterzufriedenheit sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt oder euch ein bestimmtes Thema interessiert, hinterlasst mir einen Kommentar, fragt bei Twitter oder Discord nach oder besucht einfach meinen nächsten Livestream. Die Links dazu findet ihr alle unten in den Kommentaren.